Deutschland. Wir demonstrieren. Wir demonstrieren in Stralsund bei der Kanzlerin vor der Haustür. Wir demonstrieren in Hof vor der Haustür unseres Innenministers, der gerade einen Computerkurs nimmt. Während wir diese knapp 2 Kilometer marschiert sind, haben unsere Handys und Smartphones genaue Bewegungsprofile übermittelt. Sie machen uns alle gemeinsam, so wie wir hier friedlich demonstrieren, verdächtig. Wenn zufällig 2, 3 von uns gleichzeitig demnächst in die USA einreisen, bedeutet das wahrscheinlich eine Terroralarmstufe. Dabei, so witzig das klingt, unsere Daten sind der Rohstoff zur Vermessung der Menschen nach Gefahrenpotenzialen. Sie werden von den Datenanalysten der Geheimdienste zu einer Simulation unserer Persönlichkeit, unserer zukünftigen Handlung und unserem Umfeld. Sie kennen uns bald besser als unsere Freunde. Die digitalen Doppelgänger, die Sie erstellen, schweben wie ein Damoklesschwert über uns. Sie ersticken unsere Freiheit. Frei. Sie wurden verraten von unserer Regierung, die unter Paranoia leidet. Sie wurden verraten von Firmen, die sich zu Erfüllungsgehilfen dieser Regierung machen. Die Sicherheit vor Gefahren, mit der man uns vertröstet und gefügig machen will, hat nichts mit der Sicherheit unseres privaten Raums zu tun. Was für uns alle wirklich Sicherheit bedeutet, ist für die Überwachungsbehörden der Raum ihres Misstrauens. Für ihre Vorstellung von Sicherheit brechen sie unsere Grundrechte. Sie brechen in unser Privatestes ein. Würden Geheimdienste einen Schlüssel zu meiner Wohnung haben, sie würden weniger über mich erfahren, als wenn sie in meinen E-Mail-Accounts und in mein Smartphone schnüffeln. Denn die digitale Kommunikation ist längst die Erweiterung unseres Bewusstseins. Sie verbindet uns im globalen Zeitalter mit Menschen, Freunden, mit der Familie in allen Teilen der Welt. Dieser autonome Raum für Gedanken und Ideen ist es, den die Staatslenker von heute kontrollieren wollen. Ihre Angst vor dem Aufbruch der Bürger in eine Welt der politischen Mitbestimmung ist es, was sie fürchten. Es ist die Angst vor Machtverlust, der die Datenschnüffler antreibt. Denn ohne das Internet hätte es niemals die Wissensexplosion in der global vernetzten Gesellschaft gegeben. Ohne sie hätte es niemals eine so rasende Demokratisierung der Welt gegeben. Und die Menschen fordern mehr. Statt dem stummen Ertragen verwalteter Demokratie schmecken die Menschen die Luft der Freiheit. Die Luft der Freiheit, die uns jetzt von den Geheimdiensten abgedrückt wird. Was uns heilig ist, unsere Freiheit, wird jetzt mit Angst vergiftet. In der DDR wurde ein ganzes Volk durch Abhören der Kommunikation zermürbt. Überwachung ist das Gift für die Freiheit der Gedanken. Ich habe ein Zitat vom ehemaligen Innenminister Dr. Seltsam Schäuble, der maßgeblich die Perfektion der Überwachung in Deutschland vorantrieb. Er sagt, ich bin nie der Meinung gewesen, dass Kommunikation, die weltweit erfolgt, nicht von Nachrichtendiensten überprüft werden darf. Wir haben doch nichts zu verbergen, sagt er. Aber ich rufe doch, wir alle haben Dinge zu verbergen und das ist gut so. Wir alleine müssen entscheiden dürfen, welche Gedanken und Ideen wir teilen wollen und welche nicht. Überwachung zerbricht das Vertrauen in die Pressefreiheit. Wie können Journalisten, Whistleblowern und Informanten Anonymität garantieren, wenn sie wie jeder andere abgehört und überwacht werden? Wie können Journalisten erfolgreich enthüllen, wenn der Staat mithört? Ja. Denn wir alle sind für die Algorithmen
verrückten Terroristen und Kriminelle. Terrorismus bekämpft man aber nicht durch Überwachung. Genauso wenig, wie wir unsere westlichen Ideale, unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen. Terrorismus bekämpft man, indem man nicht in fremde Länder einmarschiert. Zweite Argument, Kriminalität. Kriminalität bekämpft man nicht durch Überwachung. Man bekämpft sie, indem man Menschen in unserer Gesellschaft nicht ausgrenzt. Man muss die soziale Schere bekämpfen und Menschen einen würdigen Platz in der Gesellschaft geben. Und zu guter Letzt, Angst vor dem Internet bekämpft man, indem man das Kabinett von Frau Merkel in die Volkshochschule zu einem Computerkurs schickt. Stattdessen erzählt man uns von den edlen Motiven der Geheimdienste. Geheimdienste, die durch wechselseitiges Ausspähen jegliche verfassungsrechtlichen Grundrechte der Bürger mit Füßen treten, die Unschuldsvermutung in einen Generalverdacht umkehren. Geheimdienste, die intensiv zusammenarbeiten und gemeinsam an internationalen Einsätzen beteiligt sind. Geheimdienste, die anonym und gezielt außerhalb jeder Rechtsstaatlichkeit mit Drohnen morden. Edel ist kein einziges Motiv der Geheimdienste. Ein Bundesnachrichtendienst und ein militärischer Aufklärungsdienst gehören abgeschafft. Doch, was können wir jetzt tun? Wir fühlen uns hilflos. Natürlich können wir lernen, unsere Kommunikation zu verschlüsseln. Notwehr gegen Überwachung bedeutet auch anonymes Surfen. Wir wissen das. Aber warum müssen wir eigentlich den digitalen Freiheitsraum, der uns allen gehört, vor dem Zugriff verteidigen? Es wäre die Aufgabe unserer Volksvertreter, uns vor dem Terrorismus und der organisierten Kriminalität der Geheimdienste zu schützen. Der Datenschutz, das Recht auf Anonymität und die Ächtung von Überwachungstechnologie ist im digitalen Zeitalter das wichtigste Pfand der Freiheit. Es fängt jedoch oft auch schon im Kleinen an. Wir müssen die Unterhaltungsindustrie demaskieren, die mit Störerhaftung, Abmahnung und zukünftigen Warnmodellen überwachen lässt und es Schutz des geistigen Eigentums nennt. Wir müssen auch weiterhin gegen europäische Überwachung wie die Vorratsdatenspeicherung und nationale Gefahren wie die Bestandsdatenauskunft kämpfen. Viele von euch waren sicher damals gegen ACTA dabei. Der Triumph über dieses Handelsabkommen, das hinter verschlossenen Türen von großen Konzerninteressen ausging, gab uns das Gefühl zurück, wir würden die Macht haben, um unseren Freiheitsraum, das Internet, zurückzuerobern. Doch während wir fassungslos jeden Tag mehr Einzelheiten der lückenlosen Überwachung erfahren, während wir mit Entrüstung feststellen, dass Geheimdienste sogar die Flugzeuge immuner Staatsoberhäupter in fremden Hoheitsgebieten zur Landung zwingen können, Während sich die Welt die Augen reibt, weil sogar ein Unrechtsstaat wie Russland, ein Whistleblower, mehr Sicherheit bietet als die USA. Währenddessen passiert im Schatten Grauenvolles. Denn die Handelsverbände und Regierungen der USA und Europas handeln gerade unter Hochdruck ein neues heimliches Handelsabkommen aus. Niemand außer den Regierungsvertretern kennt die genauen Details. Die wenigen Leaks hingegen beweisen, dass das neue Freihandelsabkommen TAFTA und TIPP das konzentrierte Gift aus ACTA mit sich bringt. Patente, Marken und Copyrights werden mit aller Härte durchgesetzt. Dabei spielt die Überwachung des Internets die zentrale Rolle. Mit TAFTA werden den Bürgern Europas noch mehr Rechte genommen und große Konzerne drücken ihre rein wirtschaftlichen Interessen für Genfood, für Medikamente und für Urheberrechte mit aller Macht durch. Mit TAFTA wird Überwachung noch tiefgehender legitimiert. Deswegen
deswegen sendet alle wir hier zusammen gemeinsam eine klare Absage an die Regierung, deren Empörung über Überwachung nur die halbe Wahrheit ist, denn sie lässt uns natürlich lückenlos überwachen. Wehrt euch, bevor euch die Geheimdienste besser kennen als eure Freunde. Wehrt euch gegen das Freihandelsabkommen und wehrt euch so lange, bis die Gedanken wieder frei sind.